willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming Alles 19 Meets Reality auf der Grünfelder Land 1.5. So. Ich muss gerade beim zweiten Hühnerstall mal noch ein bisschen Stroh einfüllen. Folge warum? Na, hallo? Hallo, das ist mein Mann. Jo, was ist los? Du, hast du Hackschnitzel für mich? Moment. Mal gerade mal reingucken. Ich bin so froh über die Digitalisierung, gell? jo, wie viel brauchst du? Ein Anhänger voll. Also. Wie groß ist der Anhänger? 50k. Wie viel? K. 1k. 70. 70. Ja, kriegen wir hin. Preis? Was ist das? Ja, schieß mal los. 100? Ja, 100 können wir machen. Okay, supi. Kannst du hinfahren, einladen? Jo. Gut. Wollen wir jetzt schon Geld technisch machen? Ja, können sie machen. 7000, genau. Waren schon inbegriffen? Nee, dann sind 7700, sorry. Hätte ich nicht nachfragen sollen, ne? Naja, ey, komm, ich habe keinen Gewinn aufgeschlagen, ne? Ups. Gut, ich danke dir. Komm an. Jo. Ciao. Bis denn, ciao. Wenn der schon fragt, dann muss ich natürlich die Steuern auch berechnen. So, der wollte, glaube ich, tiefen lockern, die Felder. Den muss man eigentlich gar nicht, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich stelle den mal hier hin. Und dann müssen wir gucken. Ah, oder fahre ich mit dem MB-Truck? Mit dem Xerion? Ich glaube, ich fahre mit dem Xerion. Es geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Gut, dann fahren wir den Herrn Grüger abholen. Oder ich fahre mit dem... Ne, ich fahre mit dem MB-Truck. Ne, ich fahre mit dem... Ne, ich fahre mit dem hier. So. Ich baue noch ein Waldstück, ne? Irgendwann demnächst. Zeig mir mein Konto. 114.000. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen sparen. Und mir dann... hier vielleicht die 12 holen. Muss ich mal gucken. So. Oh, die haben wieder aufgeforstet. Mein Harvester steht immer noch im Wald. Den muss ich auch mal abholen lassen. Ja. Hier ist übrigens eine neue Wasserquelle. Ein neuer Wasserturm, der ist jetzt auch in Besitz gegangen.
Rudeli. Wer ist denn das? Der ist so schnell mit dem Wasserfass unterwegs. Ah, ich habe vergessen, bei den Nägeln nachzufragen. Ah. Muss ich nochmal die Blaubeeren nachher anrufen. Oh nee. Bimbam, ey. Da ist heute aber was los hier. Und da hinten das Auto, das gefällt mir gar nicht. Ja. Wie schnell fahren wir denn? Wir fahren langsam genug. Ah, Moment. Kein Stoppschild. Ja, alles klar hier. Hä? Alter, der hat doch gerade gesagt, der steht irgendwo anders. Hä? Hm. Ihr Auto und ihr was verkaufen? Richtig, das steht schon im Verkaufspunkt. Okay. Ah, hallo Volker. Servus. Grüß dich, Volker. Herr Krüger? Ja. Haben Sie so ein grünes Fass? Weil da kam mir gerade eins entgegen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, okay. Ich glaube, das ist das vom Neumann. Warum? Ah, okay. Ja, da kam gerade ein LKW mit Fass entgegen. Ich dachte schon, wo der hin wäre. Okay, okay. Ja, sagen wir es mal so. Ich hole mir jetzt auch gerade mein Wasserfass, mein großes. Ja, okay. Weil mit dem kleinen komme ich bei den Schweinen nicht mehr weit, bei 117 Stück. Hm, ja, das ist klar. Ah, nee, sorry, 118, gleich kommt schon 119 in 15 Minuten. Ach, warst du das mit dem Pickup? Ja, das war ich. Junge, wie holst du das Fass ab? Der Jäger bringt mich gleich zurück und dann komme ich mit dem LKW abholen. Ah, okay. Ja, gut, mach. Gut. Volker, ich bin gleich bei dir. Jojo. Aber mal was anderes. Ja? Das ist doch meiner hier. Wie kommt denn der ja hier? Wurde der abgeschleppt? Ja, ich glaube schon, weil da bei dir an der Zellulose Umbauarbeiten waren. Da wollten sie dem nicht beschädigen. Ach so. Okay. Aber ja. Herr Krüger, dann könnten sie mit dem auch darüber fahren. Das ist ja da in der Nähe, oder nicht? Wollte ich gerade vorschlagen. Ja, bin ich umsonst hergefahren. Mit Frontlader, Palettenkabel und Gewicht, oder? Ja, bitte, bitte, bitte. Mach ich, bring ich mit. Super, danke. So, da steht das Gute hier, Spann. Inklusive Pickup? Ja. So, dann, mach ich das hier schon mal wieder fertig. Und dann kann er nämlich hätte ich das vorher gewusst, dass der hier steht, hätte ich nicht extra herfahren müssen. Aber naja, was soll's. So, dann
steigen wir halt da wieder ein und fahren wieder zurück. Warte mal, ich glaube, ich nehme den hier gleich mal mit. Die Herren, ich habe noch mal was. Ja, bitte. Herr Krüger, ich nehme drüben noch den Hagenlift, den IT-Runner-Plattform-Anhänger mit. Ja. Dann, weil den brauchen wir ja unten im Wald, oder brauchen Sie ja, glaube ich, unten im Wald, oder? Ja. Für Holzkohle und so. Genau. Die Okay. transportiere ich ja weiterhin, oder hat sich da was geändert? Nö, der Auftrag liegt bei Ihnen, soweit ich weiß. Bei Ihrem Hof. Ja. Ja, ist mir bis jetzt nichts anderes bekannt. Ja gut, dann nehme ich den Anhänger gleich mit runter und dann ist der da schon mal wieder. Okay, gut, Dankeschön. Bitte, tschüss. Tschüss. So. Haben wir das auch geklärt. Folge war ohne, hallo. Moin. Hi. Bist du zufällig irgendwie an deinem Hof oder so? Noch nicht, warum? Hast du noch einen Frontlader bei dir? Also einen Traktor mit Frontlader? Nee. Oh, Weiß schon warum, ne? was ist passiert? Alter, die Paletten, ne? Hm? Trigger mich bis zum Gehtnimmer mehr. Hast du nicht richtig aufgeschnallt oder was? Irgendwas ist hier kaputt, ey. Wieso? Was denn? Wenn ich eine draufstelle, fallen vier runter. Liegt das jetzt an den Paletten oder an dir? Wie viel hast An den du Paletten. Silvester getrunken? Nix. Warum? Ja, ich dachte. Ich bin auf dem Weg im Wald. Was verletzt du denn gerade? Die Leerpaletten oder was? Ja, und ich habe sagenhafte 5 Paletten drauf. 12. 45. Ja. Das ist doch schon mal gut. Ja, mehr kriegst du nicht drauf, oder was? Eine halbe Stunde hier schon dran. Ja, was denkst du, wie lange ich dran war, die ganzen Paletten ins Lager einzuladen? Mein Beileid. Ja. Immer eine Palette mit Manitou rübergefahren. Wo nimmst du die gerade weg? Von der Produktion. Also draußen vom Ja, da ist aber Abstellplatz. jetzt nichts mehr. Kann ich gleich nochmal einen Auftrag geben, dass die welche rausstellen? Gut. Gut, Ja, ich ich bin. warte dann hier, ne? Ja, mach ruhig schon weiter, ich bin auf dem Weg. Naja. Bis gleich. Wieder. Ciao. Jo. Gut. Oh, dann gucken wir mal. Muss ich dem auch noch helfen hier? Gut, liebe Leute, das war's dann auch von der heutigen Folge. Wir fahren mich Endes 19 Minuten relativ. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.